Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halo Reach. Was mich wundert ist, wir sind hier schon bei 10 von 12 abgeschlossen. Das heißt, wird ja schon erwartet, dass da noch ein bisschen was kommt von der Story her. Tatsächlich habe ich aber schon das Achievement. Das Achievement freigeschaltet bezüglich Halo Reach. Jedes Level im Spiel auf normal abgeschlossen. Wollte eigentlich ja noch zwei Level kommen. Ich meine ja einfach nur Epilog. Ist ja eins, aber was ist an das 12. Level? Gibt's auch ein Epilog oder was? Ich bin verwirrt. Machen wir einfach mal weiter. Wahrscheinlich wird die Katze nicht abgespielt. Einzelgänger? Hallo? Ja, ich will den Epilog sehen. 11 abgeschlossen. Hey, was habe ich denn gerade abgeschlossen? Einfach nur die Katzen überspringen, ist wohl abschließen. Mission. Epilog. Option akzeptieren. Ja, normal. Ich will einfach nur starten, verdammt. Ja, Start. Ja, geht verloren, ich akzeptiere das. Gortana, haben wir sie abgehängt? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Das war jetzt der Epilog, oder was? Also ich bin schon jetzt schon in der Stadt. Es wird doch andere Gelegenheiten geben. Aktuelles Ziel: Überleben. Schön, dass jetzt hier Gegner. Ich auf einmal hier Crack Display.
Oh Gott. Ich muss sagen, hier ist so ein dicker. Was? Wie genau das, was das Spiel von mir will? Warum sehe ich kein HUD? Er hat das HUD ausgeschaltet. Ja, ist ja gut. Ist nicht gut. Das Ding hat hier keine Kontrollpunkte. Ja. Ja, schön, dass hier jede Menge OP-Gegner platziert. Ja, ich bin... Okay, ich glaube, ich bin jetzt einfach tot. Okay. Ich würde sagen, das war's dann mit der Munition. Schön, dass ihr so eine Überlebensmission hier irgendwie schafft einzubauen, aber ich hätte schon gern noch irgendwas mit Kontrollpunkt. Ich hätte auch gern irgendwas, irgendein vernünftiges HUD. Das ist ja kacke. Also wenn ich jetzt hier sterbe, dann ist der Frustfaktor unendlich. Schön, die Waffe hat auch keine Munition mehr. Jo! Ich weiß zwar nicht, wie ich gestorben bin, aber gut. Bin ich halt gestorben. Ich weiß, irgendeine random Granate oder so. Oder das Schicksal von Reach war rasch besiegelt. Der Feind war skrupellos, effizient, aber längst nicht schnell genug. Denn der Stab war bereits weitergereicht. Und dank euch fanden wir Halo, entschlüsselten die Geheimnisse, schwächten die Entschlossenheit des Feindes. Unser Sieg, euer Sieg, war so nah. Ich wünschte, ihr hättet es noch erlebt. Aber nun gehört ihr Reach. Eure Körper, eure Panzerung. Alles verbrannt und verglast. Alles.
bis auf euren Mut. Den gabt ihr uns. Und mit ihm die Kraft für den Neuanfang. Also jetzt nur eine Frage, ist das gescriptet, dass man das hier verliert? Alles gut, ich mal nach. Also. Nach Internet, it is impossible to beat this level, no matter how skilled the player is attempting to. Escape will result in death from the kill boundary. Lone Wolf is the first and only playable character post-credit sequence ever in a Halo game. This is only playable in Halo Reach. That contains just one data pad. Okay. Ja, ist also, dass man gescriptet verliert. Meinetwegen. Ja, das haben wir schon zur Aufbaufolge gesagt. Hier in 19 Minuten, kurz, dann haue ich jetzt mal eine 12-Minuten-Folge rein. Ja, ich hoffe. Also, das war ja ernüchternd. Ich hoffe mal, dass es ein bisschen besser weitergeht. Okay. Dann wünsche euch noch was. Ich sag, ciao Leute. Wie schmeckt ihr?